Hallo Leute und willkommen zurück hier zu Deponia Doomsday. Wir sind jetzt an der Uni, wo MacChronicle arbeitet, schrägstrich studiert, schrägstrich, ich habe keine Ahnung, was genau der hier tut. Ein Schnabeltierkorb, wofür der wohl gut ist. Ja, dann guck doch einfach mal rein. Und wir sind wohl angeblich Gastdozent. Zumindest haben wir das gesagt. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonverdichter. Logisch, ja. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Mhm. Anschlussfrage. Wer mag Klugscheißer? Niemand? Tja, richtige Antwort. Ha, gut, dann hätten wir das. Was hier fehlt, ist eine unterbezahlte Aushilfskraft. Ha, dürfte nicht so schwer sein. Immerhin ist das hier eine Uni. Ja, verständlich, verständlich. Ein Eimer. Noch ist hier gar nichts im Eimer. Aber du kannst dich reinstellen, dann bist du im Eimer. Na, was bist du denn? Ein kleiner Bursche. Duzi, duzi, da, da. Na, komm her. Ich verstehe, was er meint. Hey, aus! Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Das ist grausam. Komm, willst du vielleicht das Körbchen? Na, komm schon. Rein da mit dir. Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Okay, wir haben das Schnabeltier dabei. Kann das jetzt da rein? So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke. Richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. So, okay. Das haben wir jetzt geschafft. Was ist das jetzt gleich? Das ist eine Ach ja, der Ballon. Nein, nicht der Ballon. Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige Art von Ballon. So, das könnte natürlich sein. So, können wir da jetzt einen Eimer reinstellen? So, einmal den Eimer in die Anomalie. Das ist schon anormal genug. Oh, könnte sein. Gut. Kumpelschnabelchen läuft da jetzt weiter und wir könnten da hoch. Was haben wir noch hier? Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Mal hier ein Regenschirm, ansonsten. Das muss MacChronicles Schirm sein. Immer auf alles vorbereitet. Und alles oh, wie sorry. Immer ohne jeden Stil. Das muss immer das Schlimmste vermuten. Und alles wie. Okay. Komm, dann nimm den mit. Ist nur MacChronicles. Der versteht das, wenn wir den brauchen. Ich sollte sauer auf sie sein. Aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Na, Goal, was ist denn los? Denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wiederherzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke. Nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt, damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Das ist klug. Vielleicht wird es Zeit, die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Wie in all meinen Lieblingsfilmen. Alf 4, die Fehlgeburt, Cowboy Dodo, außerirdischen Betonköpfe oder Space Teddies, Karawane der Kidnapper. So, Studenten, was denn los mit euch, hä? Wo finde ich noch gleich MacChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn MacChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Dann gehen wir halt erstmal da hoch. Beobachtet die Anomalie, macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Ich frag mich, ob es das wirklich gibt. Hallo, Nadu? An irgendjemanden erinnert es mich. An meinen Steuerberater? Könnte sein. Wir werden es wohl nie erfahren. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. Toll? Bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Okay, wir müssen es mit irgendwas ködern. Können wir den Eimer da schon mal draufstellen? Über den Krempel in der Hand? Denselben Krempel auf dem Dach. Okay, dann halt nicht. Können wir das da draufstellen? Das funktioniert schon mal.
Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Okay, dann muss da irgendwas rein. Ich weiß nur noch nicht was. Gut, dann gehen wir erstmal raus hier. Und was haben wir denn hier? Eine Pinata, einen Schrottballstudenten und einen irischen Sensei. Ah ja, genau, damit habe ich gerechnet. Genau damit. Und hier haben wir eine Ziege. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Ah, genau. Wusste ich doch. Was hat es mit dieser dämlichen Brille auf sich? Sie hilft mir, mich auf mein Ziel zu fokussieren. Indem sie dich faktisch erblinden lässt? Dafür schärft sie all meine anderen Sinne und schützt gegen Hirse, Hausstaub und Ziegenmilben. Ich bin Allergiker, musst du wissen. Mich deucht, du stehst auf der falschen Seite des Schrottballschlägers. Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh, keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Ja, das stimmt. Pinatas am Grill Donnerstag sollten in unseren Traditionsschatz aufgenommen werden. Und wer hat es zuerst gemacht? Streng genommen die beiden. Naja. Hey! Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine... Typisch, es kommt... Ja. Nein, ja. Aber... Kennen wir. Wie er wohl sein Gold wiederfindet, wo er doch keine Regenbögen sehen kann. Das ist eine gute Frage. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal... kanalisieren. Um Arsch. Gut, also eher nicht Unkraut. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. Seltsam. Können wir denn mitnehmen? Ein bisschen Unkraut in der Tasche hat noch nie geschadet. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Unkraut. Pflanze riecht nach... Ja, gut. Es, haben wir jetzt Unkraut. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Ja, es wäre ein bisschen seltsam, wenn wir da einfach so reingehen könnten. Ich bin ganz ehrlich. So, dann gehen wir mal nach vorne. Was haben wir hier? Ein schwarzes Brett und ein Schalter. Kommen wir sonst noch irgendwo... Okay, die Ziege frisst also immer eine Flagge. Gut. Was haben wir hier? Fotos von Baby-Wombats, Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Ja, wahrscheinlich, du? Stör ihn nicht. Er muss sich... auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Okay, gut. Du? Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich? Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit dem Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden. Denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, ich will es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. So, wir haben jetzt ein Sandwich. Möchtest du vielleicht ein Sandwich haben? Romantisch, ein Ninja und er kann kochen.
Sollen wir da Unkraut drauflegen? Da ist schon Salat drauf. Okay, gut. Möchtest du das einfach so haben? Tiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus. Horzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Gut. Dann packen wir das frische Pausenbrot doch einfach mal durch die Anomalie. So eine kleine Raumzeitverzerrung kann doch schon Wunder wirken. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. So, zum Schnabeltier füttern. Altes Brot. Solche Zeitreise-Experimente mache ich schon seit Jahren. Ich finde immer noch Reste davon unterm Sofa. Komm, Muschi, 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 Muschi. Nein? Haha, das scheint ihm zu gefallen. Ich bin offenbar mal wieder da, wo ich zu Hause bin. Auf der richtigen Fährte. Okay, gut, packen wir es hier rein. So. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ja. Wahrscheinlich eher Speckomelette. So, und wir haben jetzt ein neues Schnabeltier. Und das können wir mal zu unserem Kumpel setzen, wenn das irgendjemand will. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich gut verstehen würden. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Flug. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswaldführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbeute, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Yippie! Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erledigen können. Gut, machen wir es halt erstmal aus. So, es ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus Ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Kumpel, willst du da nicht rauskommen? Hier, ist das... Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Okay, also nicht. Können wir einen Regenschirm in das Laufrad klemmen? Oh, das klappt tatsächlich. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. So, okay. Sehr gut, dann hätten wir das. Ich wollte es eigentlich aufmachen. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. So. Schule ist aus. Also kann ich doch jetzt hier rein. Oder? Oder nicht? Oder... Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig. Nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Boah, komm ich was her. Auch keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei. Ups. Und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Hallo Taube, geht's dir gut? Sie sind hübsch,
Sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Oh, das ist gut, dann nehme ich welche. Da. Sie sind hübsch und was... Wir haben immer noch einen Eimer aus irgendwelchen Gründen. Was ist denn... Ach, wir haben den nur abgemacht. Ich dachte, wir nehmen den mit. Eine Pfeife. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Komm, nimm die mit. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Und da kann ich jetzt das Unkraut reinpacken? Ja, dachte ich mir. Gut, dann hätten wir jetzt das schon mal. Hier gibt es nichts Interessantes, wie es mir scheint. Hat das da gerade... Nein, ich wollte nicht raus. Verdammt. Warum quietscht die arme Taube, wenn man drauf tritt? Warum tritt da Rufus überhaupt drauf? Und was sind das für Schlüssel? Ich glaube, ich weiß, was das für Schlüssel sind. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Naja, geht so. Was haben wir hier so? Aschenbecher? Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Das ist natürlich tragisch. Ich wittere einen weiteren Schlüsselmoment. Persönlich bevorzuge ich ja diese Scheibe einwerfen und Klinke runterdrücken Momente. Aber man kann sich sowas nicht immer aussuchen. Ja, passiert. So, haben wir hier sonst noch irgendwas haben außer Sie Ihnen? Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in den Spiegel geworfen? Wieso? Hängt meine Krawatte wieder schief? So wie ich das sehe, hängt hier deutlich mehr schief als nur Ihre Krawatte. Herrje, Sie haben recht. Meine Anstecknadel vom Orden der Verdrängungstaktiker ist ja ganz verbogen. Was ist das, der Orden der Verdrängungstaktiker? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Okay, gut. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, warum auch? Ja, kann ich den nehmen? Weg. Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Gut, dann, ja, wir haben jetzt nicht so viel, ne? Wir haben eine gestopfte Pfeife. Nach Lonzos Hinterz- wir haben einen Eimer. Wir haben eine Taube. Und das bringt jetzt ganz, ganz viel, diese Taube zu erlatschen. So, braucht ihr vielleicht Buntglasscheiben? Nicht. Er muss sich. Schlägt er auch mal? Nicht. Ich glaube, die brauchen keine Buntglasscheiben. Braucht ihr vielleicht Buntglasscheiben? Ich will sie nicht mit diesen profanen Allerweltsproblemen von ihrer Aufgabe ablenken. Ah, kann ich verstehen. Ist denn sonst irgendwas? Was ist? Die Vorlesung ist vorbei. Wir wollten uns noch ein paar Notizen machen. Immerhin waren das ein paar aufregende Entdeckungen. Vielleicht sind wir sogar die ersten zeitreisenden Diponias. Träumt weiter. Die ersten sind bereits in ein paar Stunden gestartet. Ja, wir haben hier das den Schnabeltierkorb. Den kriegen wir nicht auf. Hier gibt es auf dem Turm noch irgendwas Interessantes. Es sieht nicht danach aus. Gut, Goal, du hasst mich immer noch, oder? Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder, mal wieder nach vorn. Probieren es nochmal hier drin irgendwas zu machen. Möchtest du vielleicht die Pfeife haben? Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Ja, der, Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, lololololololo, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit.
Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Ja, kann ich den jetzt mitnehmen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Und, McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Gut, dann mache ich das halt selber irgendwie. Meine Güte, dass man immer alles alleine machen muss. Das gibt's ja nicht. Lululululu. So, dann gucken wir doch mal. Ha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Minimal. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Nein, ich glaube nicht. Ein Bronzehahn. Die Gitterbä, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Komm, nimm mal Altöl mit. So, Altöl. Die Gitterbä. Ich weiß nicht wofür, aber wenn man einen Eimer hat und einen Hahn, wo irgendwas rauskommt. Tachyonentank. Klar, habe ich gleich mitgerechnet. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Weiteren Feta-Käse einfüllen. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Na gut. Freunde, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann fragen wir mal unsere vier Top-Studenten, ich weiß nicht, ob ich Gold dazu zählen soll, aber dann fragen wir einfach mal unsere vier Top-Studenten, was wir denn mit dieser Zeitmaschine so alles anfangen können. Und ja, dann können wir hoffentlich irgendwas tun, um diese Zeitschleife zu verhindern. Oder die Abwärtsspirale, oder was es jetzt auch immer zeittechnisch sein soll. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!